Der Verfassungsschutz führt seinen ehemaligen Präsidenten Hans-Georg Maaßen Medienberichten zufolge als Rechtsextremisten. Demnach liegt dem Verfassungsschutz umfangreiches Material über Maaßen vor. Zuständige Bundestagsabgeordnete und Maaßen selbst wurden demnach über den Vorgang informiert. Maaßen erklärte im Internet, er werde, Zitat, verfolgt, weil die Bundesregierung Angst vor ihm habe. Das Bundesamt wollte mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte Maaßens keine Stellung nehmen. Die Grünen sehen unterdessen Aufklärungsbedarf rund um den NSU-Komplex. Maaßen war von 2012 bis 2018 Präsident des Verfassungsschutzes. Der 61-Jährige ist Vorsitzender der sogenannten Werteunion, die sich unlängst von einem Verein in eine Partei umgewandelt hat.